Die Türkei und Armenien streiten nunmehr seit über 100 Jahren über die Ereignisse von 1915 in Ostanatolien. Armenien behauptet, rund 1,5 Millionen Armenier seien 1915 bei Massendeportationen aus Gebieten innerhalb der Ostgrenzen der Türkei ums Leben gekommen. Die Türkei erkennt das Leid der Armenier an, ist jedoch der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang auch der Tod von Muslimen berücksichtigt werden muss. Laut Angaben der Türkei starben zwischen 1912 und 1922 rund 3 Millionen Menschen, darunter Türken, Kurden und Juden. Schätzungen zufolge handelten es sich bei rund 300.000 bis 600.000 der Todesopfer um Armenier. But I also wish to say that we have to consider that Armenians also killed Turks and Kurds. Viele Historiker bestätigen, dass Armenier umgekommen sind. Sie argumentieren jedoch gegen den Vorwurf eines Völkermordes, der vor allem in der westlichen Welt verbreitet wird. Der renommierte Historiker Bernard Lewis sagte, er fühle das Leid des armenischen Volkes. Er widersprach jedoch Vergleichen mit dem Holocaust. Tüm dünya şunu bilmeli. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. Um zu verstehen, was im Jahr 1915 wirklich passiert ist, muss man etwas weiter zurückblicken. Das Osmanische Reich bestand über 600 Jahre. Ausgehend vom anatolischen Festland erstreckte sich das Reich über drei Kontinente, von Südosteuropa über Nordafrika und den Nahen Osten bis hin zum Kaspischen Meer. Türken, Kurden, Armenier, Griechen und Juden lebten jahrhundertelang Seite an Seite in Frieden. Together, the Armenians and the Turks lived for 800 years. 800 years in which things weren't perfect, but in which they lived side by side and managed to survive. Zwischen 1893 und 1915 rebellierten Teile der armenischen Bevölkerung gegen die osmanische Verwaltung. Es entstanden zwei armenische Separatistengruppen, Hunçak und Daşnak Sütyun. Beide Gruppen waren bewaffnet und ebneten den Weg für eine russische Invasion in Ostanatolien. In Teilen Ostanatoliens begannen armenische Freischärler Aufstände, um Autonomie zu erlangen. Nachdem die Russen 1914 gegen die Türken in den Krieg zogen, wollten die armenischen Separatisten die Gunst der Stunde nutzen. Wir hatten uns mit Russland von ganzem Herzen und ohne jede Einschränkung verbündet. Ohne eine positive Faktengrundlage glaubten wir, dass die zaristische Regierung uns eine mehr oder weniger breite Selbstverwaltung gewähren würde. They thought that if they provided volunteers for the Russian army, and they supplied four brigades, that they would be able to rely on the Russians to set up a separate Armenia. And of course, to do that kind of thing in 1915, when the Turks were being attacked by the British and French in Gallipoli, more or less the same time, was a terrible provocation. Während das Osmanische Reich durch den Vielfrontenkrieg zermürbt wurde, unterstützten die Russen die armenischen Freischärler. Natürlich waren nicht alle Armenier, die unter osmanischer Herrschaft lebten, an diesem Aufstand beteiligt. Sensible Armenians said, this is a terrible mistake. And what did the Dashnaks do? They shoot them. Die armenischen Banden agierten immer brutaler. Sie sabotierten zudem wichtige Versorgungswege und Transportlinien des Osmanischen Reiches. Angesichts der bedrohlichen Lage fasste die Regierung der sogenannten Jungtürken den umstrittenen Beschluss, rund 700.000 Armenier in Gebiete im heutigen Irak und Syrien umzusiedeln. Ein Brief des Innenministers an mehrere Bezirksgouverneure unterstreicht die Sensibilität, die das Osmanische Reich den Deportationen beimaß. Es ist wichtig, dass die Sicherheit der Armenier, die befördert werden, in vollem Umfang gewährleistet ist. Gegen diejenigen, die versuchen, den beauftragten Beamten zu entkommen oder sie anzugreifen, müssen die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. Die örtliche Bevölkerung darf jedoch unter keinen Umständen gegen die Armenier vorgehen. Aus Archivdokumenten geht hervor, dass einige osmanische Beamte und Bürger entgegen den Anweisungen der Zentralverwaltung Straftaten gegen die armenischen Konvois begangen haben. Mehr als 1000 Menschen, darunter auch Regierungsbeamte, wurden identifiziert und wegen Mordes an Armeniern angeklagt. Einige wurden 1916 mit der Todesstrafe bestraft. The Ottomans tried to follow the rule of law. For crimes against Armenians, they tried and many times hung the people who had done these things, including an Ottoman governor. They weren't perfect, a lot of people got away, no doubt about it. But how many Armenians or Russians who killed Turks, how many of them were ever tried and convicted? None.
Not a single one. 2,5 Millionen anatolische Muslime starben im selben Zeitraum und damit weit mehr als jene Armenier, die während der Umsiedlung an den Folgen von Mord, Krankheiten, Pest und Hungersnot umkamen. Die Armenier wurden in Gruppen von 200 Personen umgesiedelt und bekamen die Garantie, zurückkehren zu können, sobald die Gefahr vorüber war. Tausende armenische Zivilisten fielen zudem den armenischen Separatisten zum Opfer, die ihnen Verrat vorwarfen. Die Armenier in Izmir, Istanbul und Edirne waren von den Deportationen nicht betroffen. Sie lebten dort in Gebieten, wo es keine armenischen Autonomiekämpfe gab. Folglich stellten sie keine Bedrohung für die osmanische Administration dar. Nach Kriegsende kehrten rund 280.000 Armenier in das anatolische Gebiet im besetzten Osmanischen Reich zurück. Etwa 700.000 Armenier wanderten in andere Länder aus. So, if you want to accuse the Ottomans of genocide or massacre or whatever you want to do, you have to take a look at these things.